Liebe Zuschauer, begrüßen Sie mit mir Hans-Georg Maaßen. Hans-Georg Maaßen, Ex-Präsident Bundesverfassungsschutz. Herr Maaßen, ich begrüße Sie bei Hallo Meinung. Hallo. Guten Tag, Herr Weber. Herr Maaßen, Sie haben kandidiert in Thüringen. Sie haben die Wahl nicht für sich entscheiden können, nicht das Mandat dort erhalten. Jetzt liest man, Sie fordern einen Neuanfang der CDU auf Bundesebene. Was meinen Sie damit? Tabula rasa, dass man richtig mal mit einem eisernen Besen durchgeht oder so ein bisschen kehrt, um zu sagen, naja, soll so eigentlich alles beim Alten bleiben oder wollen Sie wirklich einen Neuanfang? Ein Neuanfang heißt Neuanfang, Neubeginn, neue Programmatik und neue Köpfe. Ich war am vergangenen Samstag beim Landesparteitag der CDU Thüringens in Suhl. Es war der erste Landesparteitag oder Parteitag der CDU nach der desaströsen Bundestagswahl und es bestand eigentlich Einvernehmen bei allen Delegierten, auch beim Landesvorstand, dass es so nicht mehr weitergehen kann, auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene. Die CDU braucht Profil, die CDU braucht ein Programm. Ich habe damals gesagt beim CDU-Parteitag, CDU darf nicht amöbenhaft sein, also ohne jegliche Kontur, sondern sie muss wahrgenommen werden als eine Partei mit Ecken und Kanten, aber auch mit roten Linien, die sagt, das ist mit uns machbar und das ist nicht machbar. Und das hat gefehlt. Das hat jedenfalls bei den maßgebenden Personen gefehlt. Das hat bei der Bundespartei gefehlt. Ich habe dafür geworben, dass die CDU ein derartiges Profil braucht. Ich habe auch gesagt, ich kann etwas von meinem Profil abgeben. Aber wir brauchen viel mehr Personen in der Parteiführung, die Profil haben. Und die jetzige Parteiführung steht für ein Weiter-so. Das sind alles Kaderpolitiker aus der Merkel-Ära. Und ich bin für ein Neubeginn ohne Kaderleute von Frau Merkel. Ich bin der Meinung, der Bundesvorstand muss komplett zurücktreten. Und man sollte noch nicht mal daran denken, dass Leute aus dieser Merkel-Zeit weiter Führungsfunktionen übernehmen. Weder ein Herr Günther noch ein Herr Hans oder auch ein Herr Spahn, sondern wir brauchen einen kompletten Neuanfang. Personell wie programmatisch. Wobei programmatisch ist leichter. Da können wir, denke ich, auf viele gute Papiere aus den 2000er Jahren zurückgreifen, die die CDU nicht weiterverfolgt hat, nicht umgesetzt hat. Und das war noch eine Zeit gewesen, wo die CDU zumindest annäherungsweise noch Profil hatte. Herr Maaßen, jetzt ist von Herrn Brinkhaus ein Post abgesetzt worden. Wir hören ja jetzt die sogenannten Sondierungspapiere. Sondierungen sind ja vorbei, jetzt geht es ja in die Koalitionsverhandlungen. Das Sondierungspapier ist die strengste Linksagenda, die wir seit Jahrzehnten gehabt haben. Ist die CDU nicht ein Zeichen dafür, dass man nach links abgewandert ist? Und Sie sind doch das beste Zeichen dafür. Wir kennen uns nun und viele Menschen wissen um Ihre Reputation, dass Sie nicht im Ansatz irgendwelche rechtspopulistisches Gedankengut in sich tragen, aber von Ihrer eigenen Partei rechtspopulistisch heruntergewürdigt wurden. Ist es nicht ein Zeichen dafür, dass die CDU ihre Position längst verlassen hat? Nun, wir dürfen uns nichts vormachen. Das Sondierungspapier ist ein linkes Papier, auch wenn die FDP eine Reihe von Forderungen hat durchsetzen können. Aber es waren regelmäßig Forderungen zur Verhinderung des Schlimmsten, insbesondere im Steuerbereich, was in besonderer Weise die FDP-Klientel anspricht. Aber ansonsten ist es ein Linkspapier mit all den Grausamkeiten, die die SPD und die Grünen vorhatten, aber im Wahlkampf nach Möglichkeit jedenfalls unter dem Teppich gehalten hatten. Was Sie ansprechen, was die Entwicklung der CDU angeht, ich glaube, man kann mittlerweile sagen, es ist unbestritten. Unter Frau Merkel hat die CDU einen rapiden Linkskurs in Richtung Sozialismus gemacht. Und ich glaube, ein derartiges Sondierungspapier wäre wahrscheinlich auch rausgekommen, wenn die derzeitige CDU-Führung mit der SPD über eine sogenannte Große Koalition sondiert hätte. Also insoweit ist es ein linkes Papier, aber ich wundere mich auch, dass es von maßgebenden Personen aus der jetzigen CDU-Führung als links angesehen wird. Herr Maaßen, jetzt war am Wochenende, war die Junge Union hat getagt. Dort hat man Paul Ziemiak und Markus Blume getroffen. Sie haben im Nachhinein, ich habe hier, das sind keine Karikaturen, man hat ein Tänzchen auf der Bühne gemacht. Herr Maaßen, ist das nicht alles, geht das nicht alles in den Grad der Lächerlichkeit hinein, wenn man sagt, den Ernst der Lage, wenn man jetzt, es gibt keine Wahl mehr, aber trotzdem die Umfragen, die CDU geht unter 20%. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass man den Ernst der Lage eigentlich gar nicht erkannt hat, um zu sagen, ein weiter so? Ich sage mal, es sind viele in der Jungen Union, die ich auch kenne, wo ich sage, die verfolgen einen Kurs, der moderne, aber mit einer gesunden Basis der Wertschöpfung
dessen, was uns so getragen hat. Aber ist es nicht am Rande der Lächerlichkeit, was man da aufführt und ein weiter so eigentlich ja, der Volkspartei den Untergang geweiht? Also was ich bei der CDU in den letzten Jahren immer wieder wahrgenommen habe, ist, dass man auf Parteitagen oder Deutschlandtagen der Union behauptet, Klartext zu reden, dass man sagt, und jetzt müssen wir und jetzt werden wir und wir haben die Lektion gelernt und letztendlich ist nichts draus gekommen. Und wenn jetzt immer wieder auf, in Parteirunden gesagt wird, wir werden jetzt eine Lektion ziehen, wir werden das desaströse Ergebnis der Bundestagswahl auswerten, wir werden eine Mitgliederbeteiligung stärker vorsehen oder wir werden jetzt auch besondere Parteitage einführen, dann ist das für mich nichts anderes als eine Art Augenwischerei, um aus der Situation sich in einigermaßen herauswinden zu können. Und so habe ich das in Teilen auch beim Deutschlandtag der Jungen Union gesehen, wo dann im Brustton der Überzeugung gesagt wurde, es ist desaströs und wir müssen Lektionen ziehen und wir brauchen auf jeden Fall ein Profil und wir brauchen eine stärkere Mitgliederbeteiligung. Gerade von Leuten, die in den vergangenen Jahren genau das Gegenteil dessen gewollt haben. Kein Profil, eine amöbenhafte CDU, keine Leute mit Profil. Leute mit Profil wurden ausgegrenzt und schon gar nicht wollte man wissen, was die Mitglieder gehört und sich gedacht haben. Und ich glaube jedenfalls, es ist die bisherige Taktik der Unionsführung, hier Sachen auszusitzen, zu hoffen, dass Mitglieder und Öffentlichkeit sich beruhigen, um dann weiterzumachen. Aber das dürfen wir nicht zulassen. Hier müssen wir konsequent fordern, dass die Partei sich grundlegend erneuert. Sie haben eines ausgesprochen, das Thema Mitglieder. Nun ist ja Daniel Günther Schleswig-Holstein, aber so wie man weiß, auch Wolfgang Schäuble spricht sich ja dagegen aus, die Mitglieder mitentscheiden zu lassen. Aber ist es nicht gerade das, was eine Basisdemokratie ausmacht? Die CDU hat ja immerhin noch 460.000 Mitglieder. Um da zu sagen, die haben mitzuentscheiden, welche Gremien wie besetzt sind. Das ist ja letztlich, das ist ja die Politik, die bisher immer betrieben wurde. Und wir erinnern uns, die Kür des Kanzlerkandidaten, hier die, der plötzliche Einwand oder die plötzliche bildhafte Sendung von Jens Spahn, ich bin für Armin Laschet und. Das waren ja taktische Geklüngel hier, wie es nicht schlimmer geht und offensichtlich. Aber ist es nicht jetzt entscheidend zu sagen, Sie haben immer dafür plädiert, dass man sagt, wir müssen die Basis fragen, wir müssen die Mitglieder befragen. Ist es jetzt nicht zwingend notwendig zu sagen, diese Leute haben zu entscheiden, denn die kommen ja aus den Ländern, die kommen ja aus den Ortsgruppen heraus, die wissen ja um die Stimmung. Wissen Sie, es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen einer sozialistischen Kaderpartei im Sinne Lenins und einer bürgerlichen Partei. Der grundlegende Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass die bürgerliche Partei, so wie wir sie nach dem Grundgesetz kennen, eine Partei ist, die von unten nach oben wächst, wo die Mitglieder entscheiden, was die Kreisvorstände zu tun haben, wer die Kreisvorstände sind, wo die Mitglieder zu entscheiden haben, wie die Politik der Partei aussieht. Und die Parteivorsitzenden sind Vorsitzende, das sind keine Könige. Die sitzen ihrer Partei oder dem Landesverband oder dem Kreisverband vor. Das ist die bürgerliche Partei. Die Partei nach Lenin, die viele im Osten noch in der SED kennengelernt hatten, ist die Kaderpartei von oben nach unten, wo es keine Vorsitzenden, sondern Könige gibt, die zu entscheiden haben, wie die Menschen unten zu funktionieren haben und wo das Parteivolk letztendlich nur der Pool war, aus dem man die wirklich linientreuen und die 200-prozentigen genommen hat, um ihnen die Chance zu geben, aufzusteigen. Ich glaube, manche in der CDU verwechseln die bürgerliche Partei mit der Kaderpartei. Und ich habe auch den Eindruck, dass manche Fehlentwicklungen in den letzten Jahren darauf zurückzuführen sind, dass manche in der Partei sich nicht mehr als Vorsitzende, sondern eher als Könige gefühlt haben. Und das müssen wir wieder ändern. Und da müssen wir die Partei auch vom Kopf wieder auf die Füße stellen und dafür sorgen, dass die CDU wieder eine Partei ist, wie eine bürgerliche Partei, die von unten nach oben entscheidet. Und das bedeutet Mitgliederbeteiligung. Herr Maaßen, Sie sind Jurist. Jetzt jeder, der sich mit einer Situation beschäftigt, wir haben Amtsgerichte, wir haben Landgerichte, wir haben Oberlandesgerichte und dann geht es weiter nach oben. Wenn wir jetzt hören, dass Sie haben auch auf einem Teil Ihrer Plakate gehabt in Thüringen, rückgängig machen. Und dann komme ich zum Thema.
Wir hatten in einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, Stefan Habert ist dessen Präsident, ein CDU-Mitglied und enger Vertrauter von Angela Merkel. Da ging es um die Wahl in Thüringen, da ging es noch um zwei, drei andere Sachen, Eilanträge, Corona. Jetzt hat man gehört, 14 Tage, nicht gehört, sondern es entspricht den Tatsachen, 14 Tage vor der Entscheidung waren zwei Senate des Bundesverfassungsgerichts, unter anderem auch Stefan Habert mit dabei. Die waren im Kanzleramt eingeladen und haben just über Themen gesprochen, die auch diese Entscheidung betreffen. Christine Lambrecht hat einen Vortrag gehalten. Wie beurteilen Sie sowas als Jurist, wenn es um grundlegende Entscheidungen geht, gegen in dem Fall Angela Merkel rückgängig machen, Pretoria, Südafrika, wenn dann der Senat 14 Tage vorher im Bundeskanzleramt ist, zu einem Abenddinner First Class dort bewirtet wird, ist das nicht der klassische Fall von Befangenheit? Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach zu beurteilen, Herr Weber, jedenfalls im juristischen Sinne. Befangenheit wäre, wenn man vorher wirklich mit dem konkreten Fall befasst wäre, wenn man sich konkret vorher schon festgelegt hätte oder wenn man vorher mit einer Verfahrenspartei, ohne die andere zu beteiligen, über diesen Fall auch gesprochen hätte. Ich glaube, so dumm ist keiner beim Bundesverfassungsgericht, dass er so etwas machen würde. Und das würde wahrscheinlich auch die Bundesregierung oder auch die Bundesjustizministerin auch gar nicht vom Bundesverfassungsgericht erwarten oder an das Bundesverfassungsgericht herantragen. Es ist subtiler, was da läuft. Im nachrichtendienstlichen Sinne nannte man das immer Kultivierung. Ja, man lädt die Leute ein. Sie kennen es wahrscheinlich auch als Unternehmer, wenn Sie mit Kundenanbahnungen machen. Man redet nicht unbedingt darüber, was man als Ziel erreichen will, sondern man redet über etwas anderes. Man schafft eine gute Atmosphäre und aus der guten Atmosphäre heraus versucht man jedenfalls ein Helfersyndrom, sage ich mal, zu wecken. Und das nehme ich auch immer wieder beim Bundesverfassungsgericht wahr, wenn ich mir einige Entscheidungen anschaue, die vielleicht von dem Gedanken getragen sind, wir müssen doch der Bundesregierung helfen. Und dieses nahe Zusammenwachsen zwischen Bundesverfassungsgericht und Bundesregierung halte ich für gefährlich. Ich persönlich halte einige Richter auch durchaus per se für befangen, per se deshalb, weil sie im Grunde aus dem Dunstkreis der Bundesregierung stammen, weil sie sehr, sehr nah persönlich sind an maßgebenden Entscheidungsträgern. Und das ist sehr schlimm für einzelne Gerichtsentscheidungen, aber sehr schlimm für die Institution des Bundesverfassungsgerichts, das sich über die letzten 70 Jahre einen herausragenden Ruf in Deutschland und in der Welt erarbeitet hatte, das wie keine andere Institution in Deutschland noch immer Vertrauen in der Bevölkerung genießt. Aber dieses Vertrauen wird hier aus meiner Sicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Zumindest ist so, Herr Maaßen, Sie sprechen es an. Wir haben ja, Gott sei Dank, wir haben im geschäftlichen Bereich nun überhaupt keine Prozesse zu führen. Da sind wir froh. Wir einigen uns lieber vorher. Aber eines muss man sagen, wenn wir mit dem Oberlandesgericht, mit der Kammer vor einer Entscheidung essen gehen würden, das hätte nicht nur ein Geschmack, sondern das würde deutlichen Rahmen von Befangenheit in sich tragen. Jetzt ist es dann die logische Konsequenz, dass letztlich dieser Befangenheitsantrag abgelehnt wurde gegen die Verfassungsrichter? Naja, ich will nicht sagen, dass es eine logische Konsequenz ist. Ich denke, die Anträge sind geprüft worden und ich habe ja vorhin versucht, einige Kriterien für einen Maßstab darzustellen. Und aufgrund dieser Kriterien werden die Anträge auch abgelehnt. Letztendlich, wie ich sagte, ist es eine Kultivierungsfrage. Das heißt, es kann nicht sein, dass das Bundesverfassungsgericht hier eingebunden wird durch schöne Abende, durch lockere Gespräche. Und wo man dem Bundesverfassungsgericht vermittelt, wir sind alle in einem Boot, in einer schwierigen Situation und ihr müsst der Kanzlerin helfen. Das war ja offensichtlich das Ziel des Gesprächs. Darüber muss man sich natürlich die Frage stellen, warum finden solche Gespräche denn statt? Die Gespräche finden natürlich statt, aus meiner Sicht, um dem Bundesverfassungsgericht zu vermitteln, ihr seid Teil hier oder ihr seid auch Matrosen auf diesem Boot und ihr müsst dem Kapitän helfen. Aber gerade dieses Ziel darf dem Bundesverfassungsgericht nicht vermittelt werden. Denn man muss dazu sagen, Stefan Habert ist ja durchaus nicht unumstritten von Juristenkollegen, dass er in diese Position innerhalb kürzester Zeit gehievt wurde. Herr Maaßen, verraten Sie uns noch, wie Ihre Zukunft ausschaut?
Meine Zukunft sieht so aus, dass ich sage mal, meinen beruflichen Geschäften weiter nachgehe. Ich habe einiges im letzten halben Jahr liegen lassen im Beratungsbereich, weil ich mich voll konzentriert hatte, voll fokussiert hatte auf Südthüringen. Ich bleibe Südthüringen erhalten. Ich bin in den nächsten Tagen wieder in Südthüringen oder heute Abend schon wieder und führe auch Gespräche mit Parteifreunden. Ich will, dass die CDU in Südthüringen stark ist. Das sind alles gute, vernünftige Leute, die richtig stark gekämpft haben. Und ich möchte auch, dass aus Thüringen heraus sich eine Wandlung innerhalb der Bundes-CDU vollzieht. Die ist aus meiner Sicht notwendig. Wenn diese Wandlung nicht stattfindet, wird die CDU das Schicksal erleiden, das andere christdemokratische Parteien in Europa hatten, nämlich ein schrittweiser Verfall, irgendwann mal vielleicht in der Einstelligkeit landet und irgendwann mal sich der 5%-Hürde nähert. Das wäre letztendlich kein Schaden bei einem weiter so einer solchen Partei, weil die Partei es dann nicht anders verdient hätte. Aber ich denke, die Partei hat es schon verdient, weil sie eine wichtige Partei in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland war und weil die Grundwerte der Partei sich immer noch als richtig erwiesen haben. Und deswegen muss die Partei grundlegend reformiert werden. Herr Maaßen, eine ergänzende Frage dazu. Ist es dann notwendig, dass die Protagonisten, die jetzt noch an Bord sind und die durchaus Meinungen vertreten, anderer Meinung sind als das, was bisher geschehen ist, dass die deutlicher ans Tageslicht kommen und nicht bloß hinter vorgehaltener Hand sprechen? Denn es ist ja allzu oft erlebt worden, dass letztlich das Mandat im Vordergrund stand und dass man gesagt hat, wir haben es selber erlebt, das wollen wir jetzt lieber nicht. Wir wollen ja unseren Listenplatz erhalten bei der Wahl. Viele haben diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Aber ist es jetzt entscheidend, dass Sie Kolleginnen und Kollegen innerhalb der CDU und der Mitgliedschaften sagen, jetzt ist es Zeit, dass ihr eure Meinung deutlicher äußert und letztlich nicht bloß immer auf schön Wetter macht und dass ihr ja euer Mandat und Listenplatz behaltet, was ja in den nächsten Jahren, wenn man dann gewählt wurde, der Fall ist. Aber ist es jetzt notwendig, Flagge zu zeigen, um zu sagen, nee, diesen Kurs verfolgen wir nicht mehr, so nicht mehr? Es ist notwendig, dass Flagge gezeigt wird. Es ist notwendig, dass auf Kreisverbandsebene, auf Landesverbandsebene Flagge gezeigt wird. Ich sprach eingangs an den Landesparteitag in Suhl vom vergangenen Samstag der Thüringer CDU, wo viele Delegierte wirklich Flagge gezeigt hatten und wo eine ganze Reihe von Wortmeldungen gezeigt hatten. Wir wollen eine erneuerte CDU, eine CDU, wo nicht nur ein paar Funktionäre auf dem Podium erklären, wir brauchen mehr Profil und mehr Mitgliederbeteiligung, sondern wo es auch Leute gibt, denen man zutraut, dass sie es machen. Es gibt also viele, die sich jetzt zu Wort melden. Es ist wichtig, dass es auch mehr Funktionsträger sind, die das machen. Und nur dadurch kann man im Grunde genommen es auch schaffen, dass diejenigen, die im Konrad-Adenauer-Haus sitzen und diejenigen, die im Parlament an einem Weiter-so stricken, an einem Weiter-so mit dem bisherigen Personal stricken, dass die letztendlich zur Kursänderung gebracht werden. Ja, dann wünsche ich Ihnen zu Ihrem Vorhaben alles Gute. Bleiben Sie gesund, nicht bloß wegen Corona, also nicht diese Plattitüde, sondern bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen alles Gute und verabschiede mich von Ihnen, Herr Maaßen, und verabschiede mich von den Zuschauern. Bis zum nächsten Mal. Danke für das Interview und danke fürs Zuhören, liebe Zuschauer. Sehr gerne, bitteschön, Herr Weber.